Tja, hallo meine Freunde. Kleiner Zwischenstopp am Dattelhammkanal bei Lünen. Kurz vor dem Jeet, darunter geht es runter auf der linken Seite, wo der Kran zu sehen ist, ist der Hobbyjachthafen. Und hier kommt gerade die Toronto, ein leerer Tanker. Gemächlich, tuckernd. An uns vorbeigeschippert und trifft jetzt gerade auf ein Kantholz, das ein anderer Schiffer wohl verloren hat. So wie es aussieht, direkt vorne am Bug, wo das Rote rausguckt, ein grün, weiß, rotes Band dran ist. Was macht er jetzt? Wollen sie das rausholen? Oder will er hier Pause machen, so wie er sein vorderes Seitenruder angesetzt hat? Weil es ist ja auch gleich ein, davon ist der Schildanleger, also zum Übernachten. Da habe ich ja hier mal wieder einen Volltrefferstopp gelandet. So wie es aussieht, ich setze mich mal einfach so ein bisschen in das feuchte Gras hier. Ja, der drückt sich jetzt ans Ufer, so wie es aussieht, und macht Päuschen. Länge 110 Meter, Breite 11,45 Meter, Tiefgang 2,97 Meter. Oder sind das Tonnen? Das weiß ich immer noch nicht, muss ich mal nachgoogeln. Die 2971 Tonnen, ich weiß es nicht, Leute. Bin ja kein Bootsjunge, ne? Obwohl ich hier den ganzen Tag am Kanal rumlungere, aber das werde ich mal googeln jetzt. Das möchte ich wissen, was das ist. Oder wenn ihr es wisst, schreibt es unten rein in die Kommentare und klärt mich auf. Schön, zack. Da habe ich ja jetzt mal gar nicht mitgerechnet, dass der hier genau volle Breitseite von meiner Nase eine Backposition einnimmt. So ist das heutzutage mal. Ja, es ist ganz schön viel Touristenverkehr hier am Kanal, aber es ist auch gut Auslauf. Direkt hinter den Bäumen ist der Teich hier. Das ist mein kleiner Rolltretor, mit dem ich heute mal unterwegs bin, den ich immer bei mir im Kofferraum liegen habe. Oh, ich stehe mal wieder auf. Ich komme jetzt nicht auf diesen schönen Baggersee da hinten. Der ist normalerweise richtig geil zum, heißt der Horstmacher See, glaube ich. Links ist ein Kiosk. Da kann man sich was zu knabbern holen. Schönen großen Sandstrand angelegt, viel Wiesenfläche und Leute ohne Ende. Irgendein Kunstkonstrukt und die Allee geht weiter Richtung Lünen, Waldrop, Datteln. Und wie gesagt, an der nächsten Brücke links ist der Bootsanleger für die Privatschipper-Jungs. Mal gucken, vielleicht fahre ich da noch runter. Bis dann.